Das Objekt. Es war ein selten seltsamer Tag, als ich eine E-Mail von einem Museum erhielt, das ich vor kurzem besucht hatte. Die Nachricht adressierte mich mit meinem Namen, dankte mir herzlich für meinen Besuch und war von der Direktorin des Museums unterzeichnet worden. Dazwischen wurde ich darüber informiert, dass ein Gegenstand, um genauer zu sein eine Maske, vermutlich aus dem heutigen Gebiet des Kongo stammt, der Sammlung entnommen worden wäre. Daraufhin folgte ein Satz, der dafür sorgte, dass ich nach Luft schnappen musste. Dort stand: Sollten Sie Informationen bezüglich des Tatbestandes oder Wissen über den Verbleib des entwendeten Gegenstandes haben, bitten wir Sie dringlichst, mit uns in Kontakt zu treten. Doch danach stand auch, dass eine Reihe von BesucherInnen diese Nachricht erhalten hätte. Einerseits klang die Nachricht, als wäre ich allein beschuldigt und würde aufgefordert, mich unverzüglich zu stellen. Andererseits drang die Frage an mich heran, ob ich überhaupt gemeint war. Die Uneindeutigkeit reizte meinen Magen. Zuletzt stand dort eine Telefonnummer, die, wie die Nachricht erklärte, eigens für die Aufklärung dieses Diebstahls eingerichtet wurde. Ich las die Nachricht ein zweites Mal, dieses Mal mit meinem Laptop in der Hand durch die Wohnung gehend, als hätte ich die Sätze selbst verfasst und wäre kurz davor, eine letzte Korrektur vorzunehmen und sie zu versenden. Das sorgte dafür, dass ich für die Länge des Lesens vergaß, in was für eine komplizierte Situation ich nun verwickelt schien, doch die Beunruhigung holte mich unmittelbar nach der Aussprache des letzten Wortes wieder ein. Die Luft in der Wohnung stand fest und ich entschied, sie schleunigst zu verlassen. Ich griff nach ein paar Dingen, meinem Schlüssel und nach ein wenig Bargeld. Mein Handy ließ ich auf dem Schreibtisch liegen, ich konnte jetzt keine Ablenkung gebrauchen und ein Anruf einer unbekannten Nummer könnte mich endgültig aus der Fassung bringen. Vor dem Hinausgehen blieb ich vor dem Spiegelschrank im Flur stehen und mein Gesicht erschien mir verhärtet, meine Haut spannte und war trocken, als könnte sie jederzeit reißen oder abbröckeln, und ich kam mir plötzlich seltsam verrückt vor, als müssten meine eigenen Augen den Bewegungen der Augen im Spiegel folgen, als könnten sie sie nicht einholen. Ich öffnete den Schrank unter dem Spiegel und holte die Maske hervor. Sie sah anders aus als das letzte Mal, dass ich hineingeschaut hatte. Ihr Anblick glich eigentlich keiner Maske, sie war viel zu klein, um das Gesicht eines Menschen abzudenken. Sie war eher eine Figur oder die Maske einer Figur. Sie passte in meine Hand wie eine ovale Brosche oder ein Stein und lag da nun, kühl und schwer, in der Kuhle meiner Hand. Sie wankte, aber das hätte auch der Schwindel sein können. Es musste an der stickigen Luft liegen. Ich schlüpfte in meine Slippers, warf mir meinen Mantel über und steckte das Objekt, für den ich keinen anderen Namen finden konnte, in die Innentasche des Mantels. Der Frühling sollte bald zum Sommer werden. Der Mantel war jedenfalls nicht passend, aber ich behielt ihn an, schnürte ihn sogar so gut es ging zu und stützte zusätzlich mit meinem Arm die Stelle, an der das Objekt saß. Es blühte in voller Pracht. Der Park befand sich mitten in der Stadt, war in eine Aushöhlung des Bodens gesenkt und war mit einer Vielfalt ausländischer Pflanzen versehen, die dort wie tropische Erinnerungen standen. Ich drehte Runde um Runde, nahm die Höhen und Tiefen der Wege mit. Jetzt sah ich auch die Stadtvillen wieder, die hinter den Bäumen und Sträuchern hinaufreichten. Ich lief wieder abwärts, machte einen Schlenker zum Weiher, trennte mich wieder von ihm, lief aufwärts. Mich passierten Leute in atmungsaktiver Kleidung, ebenfalls laufend, nur anders, ohne das Schlurfen von Schlappen, fast lautlos, und ihre Blicke fielen nach unten auf meine Schuhe und schauten meinen Mantel hinauf. Ich spürte, wie sich Schweiß auf meiner Stirn bildete, aber ich lief weiter. Erst heute früh habe ich bemerkt, dass es von Zeit zu Zeit diese Momente gibt, in denen ich die Augen schließe, nur für ein verlängertes Blinzeln oder einen verkürzten Atemzug, nur für den Bruchteil eines Moments und nicht weiß, wo ich bin. Als ob diese Flecken der Dunkelheit unter meinen Lidern, die die Reste des Tages durchlassen, jegliche Koordinaten, jegliche Hinweise auf eine Geografie löschen würden. Ich öffne die Augen und für eine weitere winzige Anhäufung von Zeit ist alles, was ich sehe, einfach da, ohne Beschreibung, ohne Namen. Ein Zustand, in dem sich eine Öffnung auftut, in die ich hineinspringen kann. Ein Entkommen aus der Gegenwart. Wie nennt man etwas, das von so kurzer Dauer ist?
Vor 2 Wochen habe ich das Museum besucht, weil ich einen Auftrag erhalten hatte, für eine Publikation einen Erfahrungsbericht über das neue Programmangebot zu schreiben. Das Programm selbst befasste sich mit dem kolonialen Entstehungskontext des Museums und der Herkunft der Artefakte, die sich im Besitz des Museums befinden. Durch mich und ein paar andere Autorinnen erhofften sie sich eine zusätzliche Perspektive auf deren Aufarbeitungsprozess zu erhalten. Als Teil des Prozesses wurde an ausgewiesenen Terminen Führung durch den Teil der Sammlung des Museums angeboten, der gerade nicht ausgestellt wurde und deshalb im Depot, das sich im Keller des Gebäudes befand, aufbewahrt wurde. Hinunter führte ein Aufzug, der bis zu 100 Menschen zuließ und insgesamt die Last von 5000 Kilogramm transportieren konnte. In ihm stand ich mit etwa 20 BesucherInnen. Es war Samstag und so dachte ich in ihren Gesichtern die Erwartung zu sehen, an diesem Tag etwas zu erleben, von dem es sich lohnen würde, nach dem Wochenende zu erzählen. Während die Leiterin des Programms, eine externe Kunsthistorikerin aus Chile, davon erzählte, wie viele Prozesse diese neue Stelle anschob und wie viel nachgearbeitet werden müsse, fragte ich mich, ob sich im Keller ein Artefakt befand, das in etwa die Größe dieses Aufzugs hatte und ob ein asiatischer Elefant hier hineinpassen würde. Sie erzählte enthusiastisch, dass sich in den Räumen, die wir jetzt exklusiv zu sehen bekommen würden, ca. 60.000 Artefakte befinden würden. Ihre Stimme wurde leiser, ihr Lächeln verschwand, als sie hinzufügte, dass bei vielen dieser Artefakte eine große Wahrscheinlichkeit bestehe, dass es sich um Raubkunst handele. Das wäre aber schwer, manchmal sogar unmöglich nachzuvollziehen. Immer wieder fand sie mich mit ihrem Blick in der Gruppe. Ich konnte nicht zuordnen, ob sie das aufgrund meines Auftrags tat, wusste sie überhaupt davon, oder ob sie es aufgrund meines Körpers tat, der heute besonders zwischen den anderen Gästen auffiel. Ich zwang mich, ihr gut zuzulächeln. Ihr Ausdruck schien permanent, zumindest während der Führung, und ich empfand ihn als entschuldigend, vielleicht sogar als mitleidig, obwohl ich nicht wusste, ob eine dauerhafte Entschuldigung irgendetwas entschuldigen konnte oder ob dauerhaftes Mitleid nicht bloß Leiden war. Bevor sie mit einem großen Schlüssel, den sie zuerst vor uns in die Luft hielt und Sicherheitsschlüssel sagte, eine Tür öffnete, durch die ebenfalls ein kleinerer Elefant passen könnte, hörte ich eine Person neben mir aufregend sagen. Ich selbst spürte keinerlei Aufregung, eher eine Form von Taubheit, und als wir dann durch die scheinbar endlosen Gänge schritten, in denen überwiegend Keramik, Holz- und Strohfiguren, Vasen, Teller, Masken, Gegenstände aller Art in Schaumstoffbetten lagen, mit Zetteln versehen, auf denen Beschreibungen standen wie vermutlich zwischen 1500 und 1800 entstanden, vermutlich aus dem Gebiet des heutigen Nigeria, vermutlich, kam mir alles durch und durch variabel vor. Ich dachte an Szenen dieses beängstigend neutralen Ulrich Seilde-Films, in dem Menschen ihre kuriosen Sammlungen von ausgestopften Tieren, Waffen und nationalsozialistischen Symbolen zeigten. Der Keller als ein Ort der Geheimnisse, die, wenn sie ans Tageslicht kommen, einen in Schockstarre versetzen, ein Unterbewusstsein des Hauses. Ich stellte mir vor, als unerwünschter Gast im Keller eines zurückgezogenen Menschen herumzuschnüpfeln. Meine Hände nahm ich aus den Taschen, machte sie sichtbar, legte eine Hand ans Kinn und hielt mit der anderen Hand meinen Ellbogen. Die Regalreihen waren nach 3 Gebieten aufgeteilt: Süd- und Südostasien, Subsahara-Afrika und Mittel- und Südamerika. Die Kunsthistorikerin schaute zu mir, als sie sagte, die meisten unserer Objekte stammen tatsächlich vom afrikanischen Kontinent. Sie lächelte mich halb an, wieder mit diesem Mitleid. Ich versuchte es auch mit einem mitleidigen Lächeln und ging dann weiter durch die Gänge. Mit uns durch die Gänge lief ein älterer Sicherheitsbeamter, der durchgehend verschmitzt lächelte, aber ohne seinen Blick zu lange an einer Stelle verweilen zu lassen. Die Kunsthistorikerin stellte ihn vor und fragte ihn, ob er auch etwas sagen wollte. Wir kamen zu einer Traube zusammen. Er erzählte, dass es hier so kühl wäre, weil die Artefakte bei exakt 19 Grad konserviert werden müssten. Die Temperatur und die Feuchtigkeit des Raumes würden einmal pro Stunde kontrolliert. Für diesen Raum gäbe es 3 Schlüssel, für einen sei er als Leitung der Sicherheitsabteilung zuständig.
Sie sind die zweite Gruppe, die die Ehre hat, hier zu sein. Halten Sie bitte Abstand zu den Artefakten, lehnen Sie sich nicht an den Wänden ab und fassen Sie unter keinen Umständen etwas an, fügte er hinzu. Als die Kunsthistorikerin Anstalten machte, dass wir den Raum verlassen und unsere Führung fortsetzen würden, regte sich irgendetwas in mir oder vielmehr nichts regte sich in mir, sodass ich wie angewurzelt stehen blieb. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchten, sagte sie an mich heranrückend. Wir anderen gehen schon mal in den nächsten Raum, kommen Sie einfach nach, wenn Sie bereit sind. Ich nickte bedacht, ohne etwas Konkretes zu denken. Ich nahm ein paar Schritte, gedankenlos, schwebend fast, fuhr mit dem Blick durch die Regalreihen, blieb bei diesem kleinen Objekt mit der Betitelung unbekannt, vermutlich aus dem Gebiet des heutigen Kongo, stehen. Mein Arm streckte sich wie von allein aus, meine Hand griff wie von allein zu. Ich schaute mich nicht um, ich steckte das Objekt in die Hosentasche und verließ den Raum. Der Sicherheitsbeamte hatte sich mit der Gruppe aufgemacht, die riesige Tür stand offen und ich schob sie nach mir zu. Ich hatte den Rest der Führung verpasst. Ich verabschiedete mich und ging in meine Wohnung. Seitdem befand sich die Maske in meinem Besitz. Manchmal saß sie unter dem Spiegel im Schrank, manchmal lag sie offen auf meinem Tisch. Ich versuchte in der letzten Zeit nicht daran zu denken, was mich dazu gebracht hatte. Der Moment, in dem es passiert war, war so kurz, so seltsam in der kühlen Kellerluft, dass er mir fast wie ein Traum vorkam, wie eine Geschichte, die ich mir ausgedacht hatte, aber die Anwesenheit der Maske bewies das Gegenteil. Ich erinnerte mich an einen Vorfall aus meiner Schulzeit. Die gesamte Unterstufe des Gymnasiums unterrichtete unsere Klasse eine Lehrerin in Biologie, die Frau V. hieß, die ihren Namen aber lieber französisch ausgesprochen mochte, weil sie Frankreich liebte und ebenso französisch unterrichtete. Wenn wir sie nicht Frau Faux nannten, schmiss sie ihren geblichenen Pony zurück und fauchte uns an. Ein Junge, der sich einen Spaß daraus machte, mich vorzuführen, sagte Frau V., dass ich französisch sei, woraufhin sie mich nur noch auf Französisch ansprach. Ich hatte Glück, dass sie zu der Sorte Mensch gehörte, die lieber sprach, als sprechen zu hören, und so genügte es, dass ich einfach zustimmend nickte. Frau V. betreute die gesamte Biologie und sammelte auf ihren Gängen außergewöhnliche Tierarten, darunter Stabschrecken in jeglicher Größe und Schwanzlurche mit durchsichtiger Haut und roten Augen. Sie erzählte, dass sie eigentlich gerne ein Becken mit Piranhas haben wollte, aber die sinnlosen Vorschriften der Schule hätten dies nicht zugelassen. Wir verbrachten unseren Biologieunterricht damit, dass sie redete, während wir auf die regungslosen Tiere starrten. Frau V. hatte eine deutliche Vorstellung davon, welche Lebewesen welche Fähigkeiten besaßen oder eben nicht besitzen konnten, und dementsprechend fiel die Notengebung unserer Klasse aus. Die deutschen Kinder bekamen Noten von der 3 plus aufwärts und die nichtdeutschen Kinder bekamen Noten von der 3 minus abwärts. Eine glatte 3 erhielt niemand, sie diente als deutliche Trennungslinie zwischen denen, die fähig waren, und denen, die in ihren Augen nicht fähig waren. Da es in unserer Klasse so gut wie keine deutschen Kinder gab, fiel der Durchschnitt dementsprechend schlecht aus. An einem Tag präsentierte Frau V. von uns einen Liebling aus ihrer Sammlung, eine Säule aus weißem Marmor. Sie schob das Rollbrett, auf dem die Säule stand, in unsere Mitte. Sie redete lange, aber ich hörte nicht, worüber. Ich sah bloß ihren Mund sich bewegen und ich hörte ein beißendes Geräusch anstelle ihrer Stimme. Und während sie in den Nebenraum ging, um ein Buch zu holen und uns dort stehen ließ, hörten die anderen weiter ihre Stimme, während ich weiter das Geräusch hörte. Und ich weiß nicht was, aber irgendwas regte sich in mir und ich trat einen Schritt nach vorne, drückte mich mit meinem ganzen Gewicht gegen die Säule und stieß so fest ich konnte. Ich erinnere mich daran, dass für einen Moment meine Wange an der erfrischend kühlen Fläche lehnte, bevor der Marmor kippte und mit einem dumpfen Knall auf den Boden fiel. Alle schauten mich voller Entsetzen an und auch ich glaube, Entsetzen in meinem eigenen Gesicht gehabt zu haben. Durch das Geräusch kam Frau V. zurückgerannt und forderte wütend, dass sich derjenige meldete, der dafür verantwortlich sei. Ihr Blick fiel vor allem auf die Jungen. Alle schwiegen und als ich dachte, ich müsste jetzt etwas sagen, sagte der Junge, der über mein Französisch gelogen hatte, an der Säule hätte sich irgendetwas gelöst und sie sei einfach umgekippt.
Er trat sogar hervor und zeigte auf eine Stelle auf dem Rollbrett, das nun leer dort stand, und sagte, da hat's plötzlich gewackelt. Frau V. ließ uns ihr helfen, die Säule wieder aufzustellen, und untersuchte sie auf Schäden. Sie war unversehrt geblieben, nur eine Kerbe hatte sie im Linoleumboden hinterlassen. Ich habe die Begrüßungszeile der E-Mail wieder vor Augen. Sehr geehrte Frau de Murier, ein französisch klingender Name, der nicht französisch ist. Er ist irgendwo plötzlich erschienen und verweigert die Rückführung auf seinen Ursprung. De Murier. Mein Name las ich wie eine Variable, die in einen Kontext gesetzt wurde, dem selbst der Zusammenhang fehlte. Sorry. Ich könnte gemeint sein und ich könnte auch nicht gemeint sein. Ich machte eine Pause und setzte mich auf eine Bank, die im Schatten eines Ginkgo-Baums stand. Mir kam ein Video in den Sinn, das ich vor einiger Zeit gesehen hatte. Ein Mann betritt ein Pariser Museum. Er trägt keine Maske, kein Stück Stoff bedeckt Nase und Mund. Mit ihm kommen vier weitere Männer. Einer von ihnen filmt. Sie ignorieren die Fragen und Warnungen der Sicherheitsmitarbeiter und laufen zielstrebig, aber ohne zu hetzen, in einen der Räume, in dem eine Begräbnisstatue aus dem 19. Jahrhundert steht, lösen ihre Befestigung und nehmen sie mit. Ihre Bewegungen geschehen nicht in räuberischer Eile. Die Statue wird nicht eingepackt, sie wird auf den Arm genommen. Ihre Gesichter, kontrolliert und unerschrocken, brauchen ebenso wenig ein Versteck. Es gibt keine Heimlichtuerei. Sie sagen, bestimmt und unmissverständlich, wir sind nicht die Diebe. Die mögliche Konsequenz hat keinen Einfluss. Vielleicht ist sie einkalkuliert, vielleicht spielt sie keine Rolle, weil auch die Logik, nach der die Konsequenz folgt, ebenso wenig eine Rolle spielt. Der Mann, der die Begräbnisstatue genommen hat, wird am Ausgang des Museums festgenommen. Alle paar Monate schickte mir ein Bekannter das Video, das die kongolesischen Aktivisten selbst aufgenommen hatten. Ich glaube, entweder er vergaß immer wieder, dass er es mir geschickt hatte, oder es versetzte ihn jedes Mal, wenn er es sah, in einen derartigen Rausch, dass er den Link in eine E-Mail packte und an mich und vielleicht an sein gesamtes Adressbuch weiterleitete. Ich erinnere mich, wie die Aktion mich beeindruckte, wie ich der halbstündigen Dokumentation mit selbstbewusster Spannung folgte, wie ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Faust ballte, wie bei einem dringend notwendigen Drei-Punkte-Wurf in einem Basketballspiel. Ich schaute es wie ein Spiel ohne Konsequenzen. Ich wünschte, meine Tat würde dem Video in irgendeiner Weise ähneln, aber meine Tat glich eher einem unkontrollierbaren Reflex, wie sich erbrechen zu müssen, wenn man sieht, wie sich jemand anderes erbricht, oder einer automatisierten Geste, wie sich die Hand an die Stirn zu legen, wenn man nach einem Begriff sucht und ihn nicht findet. Eine Tat, die mit einem Kitzeln oder einem Kratzen beginnt. Ich war so versunken in meinen Erinnerungen, dass ich nicht bemerkte, wie sich der Himmel grau zugezogen hatte, bis mich ein paar Tropfen trafen. Ich lief los, während die Tropfen sich zu einem strömenden Regen vermehrten. Ich zog den Mantel und mit ihm das Objekt so nah an die Brust, wie es ging, und schützte es mit meinem Arm. Ich sah mich selbst eine Geste machen, die ich von Menschen kannte, die mich sahen und plötzlich ihre Tasche an die Brust drückten, und ich fragte mich, ob nicht diese Geste, wenn sie in irgendjemandes Besitz wäre, sich im Besitz einer Diebin befände. In der Wohnung angekommen, lief ich am Spiegel vorbei, geradewegs ins Badezimmer, um meine nassen Klamotten auszuziehen. Ich schlüpfte in eine Jogginghose und ein altes T-Shirt und las den Text noch einmal, korrigierte ein paar Flüchtigkeitsfehler, lud ihn in den Anhang der Mail und hoffte, dass sie mir meinen Lohn zahlen würden und mich nicht des Diebstahls bezichtigen würden. Dankeschön.